Hallo da und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen haben wir zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Hier sehen wir schon ein paar wunderschöne Bilder von Holy City. Vor allem dem Strand von Holy City. Sieht doch alles sehr idyllisch aus hier. Ah, das ist mir einfach nur herrlich. Und Tali wartet uns schon auf uns, dort am Strand. Hey du, du bist von ganz weit her nach Alola gekommen, oder? Das sehe ich dir doch an. Da sprint ich direkt mal zu ihr hin. Pass auf, ich bringe dir den Alola-Gruß bei. Komm, mach's mir nach. Alola, Alola. Zur Begrüßung immer Alola sagst, werden dich alle mögen, weißt du? Aha, und dann werde ich wohl ab jetzt immer zur Begrüßung Alola sagen müssen. Dann werdet ihr mich wahrscheinlich sehr mögen, oder? Und werdet ihr mich dann mögen? Holy City, eine friedliche Stadt voller Freude. Joha. Und ohne Autos. Hier sind sehr wenig Autos generell auf Alola. Sehr, sehr wenig Autos. Muss ich mal sagen. Verkehrsfreie Insel. Und hier haben wir direkt mal ein Item. Das sammeln wir natürlich ein. Pokéball. So, die jetzt ins Wasser. Ja, nice. Ein paar Trainer, die am Strand rumstehen. Guff. Ah, ein Guff-Pokémon. Wer bist du? Fleckmann besitzt die Fähigkeit Tempomacher. So kann es vom Gegner nicht verwirrt werden. Fleckmann da scheint allerdings trotzdem ordentlich verwirrt zu sein. Es hält mich wohl für seinen Trainer und lässt mich nicht in Ruhe. Okay. Du hältst dich für deinen Trainer. Fleckmann! Alles klar. Okay. Hier würde ich gern bleiben. Meinen Urlaub verbringen. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich weiter schauen, wie wir weiterkommen in der Story und wie wir in Alola unsere Inselwanderschaft fortsetzen. Alola, möchtest du hier Urlaub? Machst du hier Urlaub oder bist du auf Inselwanderschaft? Auch ich mache Urlaub. So oder so, bist du hier herzlich willkommen. Hier hast du ein Willkommensgeschenk. Trank erhalten. Medizintasche verstaut. Genieß deinen Aufenthalt in Hauroli und deine Zeit in Alola zusammen mit deinem Pokémon. Ja, werde ich machen. Die Attacken der Pokémon zu erforschen, also das lohnt sich doch auf jeden Fall. Nimm als Beispiel mal die Attacken der Pokémon, die sich in den Teams der Inselkönigin und Inselkönige befinden. Die sind einsamer Spitzenklasse. Ob da wohl ein Geheimnis dahinter steckt? Ja, Training. Training ist kein Geheimnis, aber das ist das Geheimnis der Pokémon, der starken Pokémon. So, da sind wir im Einkaufsviertel von Holy City. Was hast du zu sagen? Ja, so als würde ich hinter der Wand etwas lauern. Also habe ich instinktiv zu einem Kartenschlag ausgeholt. Ein Karateschlag, meint ihr natürlich. Warum gerade zu einem Karateschlag? Na, weil der so eine hohe Volltrefferquote hat. Na denn. Kann ich auch zu einem Karateschlag ausholen? Nee, das ist aber ein Loch in der Wand. Das hat wahrscheinlich er dort reingeschlagen. Kräftig, kräftig. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Zwergenfee. Und wie ich das bin? Ich habe dich schon an dem Gang erkannt. Na, was sagst du? Holy ist super, oder? Alola ist toll, stimmt's? Oh. Hey, Zwergfee, komm mit. Ich will dir was Tolles zeigen. Jetzt gehen wir hier rein. Hey, hey, stimmt es, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man eine Rotopo gesetzt hat?
Das hat sich ja aber schnell herumgesprochen. Der Autompunktex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher hier, bitte sehr. Den gibt's ja umsonst dazu. Zum einfach nur da sein und an der Theke stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Pokémon-Sucher, ist das nicht toll, Zwangli? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom, gib dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung vorlesen. Büro, Rotom, oder drücke die R-Taste. Das war's schon. Ist aber eine relativ kurze Anleitung. Der Rotom-Punktex ist echt eine tolle Sache. Er ist zwar kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite, Zwangfee. Nee, Moment mal. In ihm steckt ja ein Rotom. Dann ist er ja doch ein Pokémon, oder? Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Da können wir gleich eine Fototour machen. Wenn die Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf dem Bildschirm einfach total süß aus. Ja, nice. Und hier haben wir typische Produkte aus der Alola-Region. Ja, nice. Na denn. Wir müssen nicht mit jedem sprechen hier. Und der hat einfach ins Leere gewunken. Plötzlich kommen wir raus. Zwergfee. Tali. Wie war es bei der Touristeninformation? Der Rotom Pokédex hat eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Da ist es schon. Mach gleich mal ein Foto von uns. Na nü. Haha. Was war denn das? Komm, Zwergfee. Ich zeig dir einen Laden, in dem es was Tolles und Leckeres, was Totales Leckeres gibt. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Und da werde ich bestimmt auch gleich hingehen. Tag, Trainer, was hast du denn da Schönes? Ach, der ist wieder da. Das ist ja ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Ja, verrate ich dir etwas. An dem Loch in der Mauer, das ich selbst dort hineingeschlagen habe, hier kannst du Fotos machen. Siehst du, Rotom reagiert darauf. Los, berühr es doch mal einmal. Sieh selbst. Wir knipsen direkt mal ein Foto. Ein Tutorial. Na dann. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Und dann fotografieren wir mal einen Pikachu. Per Schiebebett kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Versuche dann, den optimalen Augenblick auf den Auslöser zu drücken. Pro Fotosession kannst du 6 Fotos schießen. Na, wie wär's denn mit dem hier? Das ist doch schon fast ultimativ. Sehr schön. Du bist gut. Sehr schön. Du bist gut. Du bist gut. Sehr schön. So, jetzt haben wir 6 Fotos gemacht. Dir ist der Film ausgegangen. Du hast wieder als nächstes, welches Foto du teilen möchtest. Das Foto wurde geteilt. Es gibt schon Kommentare. Alter Schwede. Antworten Sie sofort. Hab Hunger. Hier ist der geilste Kommentar. Ja, nice. 1076 Däumchen nach oben. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber wenn meine Videos auch mal 1076 Däumchen nach oben haben würden, dann wär's. Das war nur ein Foto. Es ist immer eine Freude, wenn man Pokémon von vorn und möglichst groß ins Bild bekommt. Schieß einfach ganz viele Fotos mit dem Pokémon-Sucher. Übung macht die Meisterin. Ja, dann mal weiter. Halten wir uns nicht zu lange auf. Oh, Rotom hat eine Frage. Na, gefällt dir der Pokémon-Sucher? Da kann ich nur mit 2 Antworten
antworten. Und ob der Spaß macht oder die Bedienung ist schwierig. Macht natürlich Spaß. Das freut mich zu hören. Mach viele Fotos damit. Cool, das ist eine schöne Neuerung. Man kann jetzt auf die Fragen von Rotom antworten mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Oh, da habe ich schon was gesehen. Ein Herrscher-Sticker. Hallo, Zwergfee. Dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Na klar. Wieso denn auch nicht? Natürlich. Wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Zwergfee, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diese beiden Artikel überreicht. Einem Anschein nach war ich der 99.999. Kunde der Boutique. Da habe ich so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich dir es gern überlassen. Du hältst das Item Linsen-Etui. Linsen-Etui wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Du hältst das Item Kosmetik-Etui. Kosmetik-Etui wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Jetzt haben wir ja etwas gemeinsam, nicht wahr, Zwergfee? Ui, das muss ich ja direkt mal benutzen. Das geht wahrscheinlich am besten dort in der Boutique. Na, wenn die Zwergfee irgendwo hineingehört, dann in die Boutique. Joa, sieht doch schmuck aus hier. Ganz schön sieht's hier aus. Na denn, alles knallig bunt hier, wie es sich für Alola gehört. Na denn. Willkommen, ich will etwas kaufen. Zeig mal, was es da zu kaufen gibt. Ein Alola-Shirt gibt's zu kaufen. Ein T-Shirt mit V-Neck, ach so. Das sind schon T-Shirts mit V-Neck. Okay, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ein Tanktop. Ui. Ein grün und schwarz. College-Tanktop. Auch nicht schlecht. Wie wär's denn damit? Das sieht doch auch ganz cool aus. Nehmen wir das doch mal. Gekauft. Kann ich eine Umkleidekabine anziehen. So, dazu Shorts. Nehmen wir das doch. Das passt doch auch ganz spitze hier. Einmal drehen. Nice. Das sieht doch richtig sommerlich aus hier. Passt sehr gut zu Alola hier. Na, was denn auch sonst? Nehmen wir. Kaufen wir gleich mit dazu. Geld haben wir ja. Ein Hütchen. Da haben wir einen Filzhut. Ein schwarz oder ein weiß. Boah. Vielen Dank. Ich finde den alten Hut ganz in Ordnung. Das ist mein neuer Stil hier. Im Tanktop und im schwarzen Shorts. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Ja, neu gestylt. Gleich gekleidet. Joa, spitze. Was haben wir hier? Nahrung gibt's dort. Moment, ich wollte noch kurz mal die Linsen anprobieren. Linsen-Etui austesten. Rein damit. Lippenstiftfarbe ändern, Kleidung anprobieren, Kontaktlinsenfarbe ändern. Wieder eine Farbe für die Kontaktlinsen. Haselnussbraun, grau, grün, blau, schwarz, gelb, braun. Ich nehme grün, oder? Das passt am besten zu mir. Das passt halt viel besser zu mir. Ich bin halt grünäugig. So, noch den Lippenstift ändern. Welche Farbe des Lippenstifts? Natürlich zartrosa, orange, rosé, sommerrot, burgunderrot, pastellblau. Ich kenne mich da nicht so ordentlich mit aus. Am wenigsten mit burgunderrot, vielleicht passt das so. Mal schauen. Na, superb. Na komm, na. Ich würde gerne was anderes ausprobieren.
Noch interessant. Ja, nehmen wir das. Sieht sanfter aus als dieses beißende Rot. Ich bin jetzt Stilberater. Stimmt auch interessant gewesen, aber würde zu Aluda passen. Aber ach, was soll's, ja, irgendein Link hier. Oh, Sticker, kann ich den einsammeln? Da klebt ein glitzernder Sticker. Präge dir diesen Ort gut ein. Du wirst ihn es nicht bereuen. Ach, die kann ich erst später einsammeln. Ah, interessant. Sondern das ist natürlich hier der Friseur. Aluda. Na dann. Egal, was dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Was darf es denn sein? Ein Kurzhaarschnitt, ein Bob oder vielleicht Zöpfe im Dutz? Ein Bob auf jeden Fall, ja, nice. Ein Bob. Du hast die Qual der Wahl. Wir färben dir auch die Haare ganz, wie du möchtest. Na, was sagst du? Probier doch mal einen neuen Look aus. Wo du schon mal hier bist? Na, gern doch. Ein neuer Look hier, ein neuer Style. Neue Klamotten haben wir schon, da muss auch noch ein neuer Style hier. Ja. Herzlich willkommen. Was soll ich für dich tun? Haare schneiden, Haare schneiden und färben. Komm, wenn dann richtig. Alles inklusive. All inclusive. Haare schneiden und färben, kein Problem. Das kostet 5000 Poké-Dollar. Oh, das ist Arschteuer, aber komm, nehmen wir das Gesamtpaket. Folge mir, ich bringe dich zu deinem Stuhl. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Du machst gerade die Inselwandschaft, oder Zwangfee? Mein Partner und ich haben das für 5 Jahre lang auch zusammen gemacht. Also gut, was soll es heute sein? Bob, kurz, lang und glatt, mittelkurz und gewellt, Haarkranz. Haarkranz wäre bestimmt auch interessant. Lang und gewellt, geflochtener Doppelzopf. Doppelzopf. Zöpfe mit Dutz, flippiger Bob. Ah, Bob will ich nicht kommen, das sieht doch schlimm aus dann. Zöpfe mit Dutz. Wie soll ich mir das vorstellen? Zöpfe mit Dutz. Dutz ist doch das, so ein Kranz oben drauf auf dem Kopf, so ein Ding jetzt oben auf dem Kopf, so eine Krone. Geflochtener Doppelzopf. Das ist halt so ein einer Zopf hinten dran. Lang und gewellt. Ist das offen irgendwie? Wäre auch mal interessant, ohne Zöpfe. Haarkranz. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie gerade das Bild vor irgend so ein Mönchsdingens hier, so ein oben Glatze drauf, oben eine Platte drauf und dann ein Haarkranz drüber. Das wäre es natürlich. Mit kurz und gewellt. Da habe ich schon eine Vorstellung von lang und glatt. Lang und glatt sieht dann auch hässlich aus. Kurz. Ja, ist eine Lösung. Lang und gewellt, das sieht doch. Das klingt doch interessant. Obwohl ein Dutz, der bestimmt auch nicht schlecht ist. Ich teste mich mal. Wir können hier nochmal reingehen. Versuchen wir mit lang und gewellt. Lang und gewellt, also. Ja, ich versuch's. Hast du eine Präferenz beim Pony? Seitlicher Pony, kurzer Pony, kein Pony. Kein Pony, das sieht bestimmt richtig bescheuert aus. Seitlicher Pony haben wir, glaube ich, gerade. Das ist, ja, kann man, glaube ich, nehmen. Hat bisher nicht gestört. Das nehmen wir auch weiterhin. Wieso kenne ich mich eigentlich in Haarfragen aus? Wieso bin ich da ein Spezialist hier? Mit den Ponys und mit dem Dutz und so weiter, was ich hier beschreibe. Naja, es soll also so bleiben, wie es jetzt ist. Ja, lass es. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Lang und gewählt soll es sein. Und beim Pony hast du den seitlichen Pony gewählt. Alles klar. Und was für eine Haarfarbe soll es sein? Schwarz, blond, dunkelbraun, aschbraun, beige, platinblond, hellbraun. Hellbraun, ist so ein bisschen heller ist das, also so ein bisschen Kastanien, denke ich, so ein bisschen wie der Hintergrund hier, wie die Holzpfeiler, so wird das dann sein, so ein bisschen Platinblond. Ich glaube, meine Schwester hat so ein bisschen Platinblond, wenn ich mich nicht irre. Beige, sieht hässlich aus. Aschbraun, nee, lass mal dunkelbraun. Blond, man muss mal blond probieren, oder schwarz wie eine Nacht.
Schwere Entscheidung. Du wirst, glaube ich, auf hellbraun machen. Wird so ein bisschen heller machen. Es ist zwar dann nicht ganz mehr Zwergfürst. Ich habe eher dunklere Haare, aber ja, komm. So ist ja auch die Zwergfee. Ich würde mal hellbraun testen. Einfach mal testen, wie es ausschaut. Ich bin heute ein bisschen offener und kreativer. Hellbraun. Ich bin der Meinung sowieso, als Mädchen hätte ich sowieso hellere Haare. Das wäre zum weiblichen Charakter passt auch mehr heller. Als Farben und auch als Haarfarbe. Hellbraun soll es also werden. Na dann, leg los. In Ordnung, ich breite hellbraun vor. Hellbraun, ne? Statt und hellbraun, oder? Gut, dann fange ich jetzt an. Ui. So, das wäre geschafft. Okay, braun wäre doch. Ich hätte bei einem braun bleiben sollen. Okay. Das sieht doch ordentlich aus hier. So kann man sich doch sehen lassen. Tada! Toll siehst du aus. Wir freuen uns demnächst deinen Besuch. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch, junge Dame. Na denn? Ja, so kann man sich doch, so lässt sich doch leben. Look, weiter kann's gehen. Ein Friseursalon und eine Boutique. Da gibt's alles, was man für einen Imagewechsel braucht. Und ich habe ihn schon vollzogen. Einen Hut bräuchte ich noch, einen passenden Hut. Müsste aber in einer anderen Stadt finden. So. Das sieht doch schon viel anders aus, sieht doch schon viel persönlicher aus hier. Ja, hier kann ich scheinbar nicht rein. Naja. Sieht doch ganz schmuck aus. Kann man machen. Oh, hier sehe ich doch wen. Das ist doch die Captain. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Wie du siehst, bringe ich hier gerade einen wunderschönen Sticker an. Ein Sticker? Du hast es richtig gehört. Trainer, die eine Inselmannschaftsabzeichen haben, können diesen Sticker auf ihrer Reise abziehen und sammeln. So kommen sie nicht vom Weg ab. Man könnte also sagen, dass sie ihnen bei der Inselmannschaft helfen. Na, die braucht doch nur ein Argument hier, um Sachen sinnlos bekleben zu können. Aber ich mag meinen Charakter so, gerade in der Nahaufnahme. Von den Spitze. Gefällt mir. Gefällt mir so, so kann ich leben. Doch ich muss auf der Hut sein. Einige tun nicht gut davon, die sich Team Skull nennen und offenbar zu viel Freizeit haben, machen nämlich Trainern auf Insellandschaft das Leben schwer, indem sie die Sticker mitgehen lassen. Wo wir schon mal beim Thema sind. Team Skull sorgt offenbar gerade hier in der Gegend für Unruhe. Sollte wohl besser mal nachsehen. Also dann, Zwergfee. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, die sogenannten Herrschersticker aufzuspüren, abzuziehen und deiner Sammlung hinzuzufügen. Ja, zwei haben wir ja schon gesehen. Hier gibt's eins. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. Du hast insgesamt einen Herrschersticker gesammelt. Ja, dort hinten gab es doch auch noch einen. Dann sammeln wir mal einen. Ja, da habe ich doch einen gesehen. Da war doch einer. Hier, da war einer. Den sammle ich gleich. Zwei Herrschersticker. So, die bringen uns bestimmt irgendwann später noch was. Oh, hier ist noch rohes Gras. Sollte ich vielleicht auch mal reingehen. Legt ein Pokéball im hohen Gras. Ich werde aber erstmal ins Pokémon Center gehen. Geheilt, oder? Ja. Vor nicht langer Zeit in einem Pokémon Center. Dann mal durchs hohe Gras hier. Zum Pokéball. Beleber. Na, das hat sich doch gelohnt. Auf dem Rückweg gibt es bestimmt einen Pokémon-Kampf. Ha! Ha! Nein, nicht? Oh. Ja. Und dann mal weiter voran. Hier mal ein Felder. Pier von Mele Mele und Route 2. Nur dann. Kommen wir jetzt hier durch. Ja, wir können rein. Konnten wir in Pokémon Sonne nicht. Da mussten wir erstmal die Herrscherprüfung bestehen. Dann mussten wir erstmal besser werden. Ein Driftlund. Trief! Der junge Herr Elima wirkt von einigen gerne als der Prinz der Trainerschule bezeichnet. Besonders vornehm wirkt er aber nicht auf mich. Er ist so vergessen aufs Kämpfen wie
Jeder andere Trainer, sag ich dir. Hm, naja. Jedem das seine. Oh, ein Maschok. Maschok. Nadine. Was gibt's hier zu entdecken? Die Treppe hoch. Schön, 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 schön. Hier ist ein Tür vor dem Schild. Eine Tür vor dem Schild. Ja, kommen wir später nochmal vorbei. So interessant aus. Da bestimmt noch eine Bewandtnis haben für uns. So, gehen wir erstmal Richtung Pierre. Pierre, oder so, Pierre heißt das, glaube ich. So, hier gibt es einen Sticker, den muss ich mir holen. Sticker her. Sticker her, Sticker her, Sticker her. Ich brauche den Sticker. Du ziehst den Herrscher-Sticker ab. Ah, ich kann nicht mehr reden. Du nimmst ihn mit. Drei Herrscher-Sticker. Nice, nice. So. Da wollen wir noch rein. Ja, machen wir es noch. Hey. Die Einwanderungsbehörde oder was? Na nun, sieht so aus, als würden uns bald Bären ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine Lieferung nachzubestellen. Okay, ja, interessant. Mit so einem Pierre. Was auch immer das ist. Hey, Zwergfee! Das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt's super Leckeres. Na toll, ist der schon wieder. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf mal Lazada sein. Nur ein Häppchen davon und dich liebt jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinem Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Malasadas kaufen. Jo, jo, jo! Team Skull zu grüßen ist nicht zu grüßen. Da kommt die Skull. Oh, Team Skull, ich hab's vermisst. Ich hab's einfach vermisst. Die schon wieder. Ach je. Finde unsere Mannschaft der Zeiten habt ihr. Ja, lass die mal rüberwachsen. Ihr seid von Team Skull, oder? Ihr macht nichts anderes als Herrscherstücke abzuziehen. Laut Leuten ihr Pokémon zu stehlen. Und weiter in der Landschaft zu stören. Na und? Wir hassen die Inselmannschaft und jeden Inselwanderer. Oder wie auch immer der Verlierer euch nennt. Los, die machen wir Platz. Denen wird richtig die Schädel brummen. Zwergli, die Skrillen wird uns echt die Inselmannschaft vermiesen. Die verdienen eine Abregung. Und zwei gegen Team Skull, oder was? Nee, ich muss erstmal speichern. Nein. Lass mich vorher erstmal speichern hier. Ich bin nicht ganz vorbereitet. Können wir nicht einfach an ihn vorbeigehen? Können wir sie nicht einfach ignorieren? Scheinbar nicht. Jo, hier kommt ihm Dufrichtchen. Zuerst steht ein Kampf an. Nein, ich kann sie nicht ignorieren. Schade. Hättest du so gerne ignoriert. Dann müssen wir uns wohl in den Kampf begeben. Auf geht's, Team Skull. Kämpfe.